Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Lars Göttert. Lars Göttert ist Kölner, wie ich. Wir haben uns jetzt schon einige Male getroffen. Und Lars ist Aktivist. Er hat sehr oft dieses schöne T-Shirt an, was du jetzt auch anhast. Hashtag Mensch. Und das letzte Mal bin ich auf dich gestoßen, da, als ich ein Video gesehen habe, ein Interview, das das nochmal in mir so ausgelöst hat. Mensch, mit dem Lars musste ich nochmal zusammensetzen. Und da sind wir jetzt heute. Lars, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Also Hashtag Mensch, was soll dieses T-Shirt? Hashtag Mensch ist eigentlich in meinem Kopf schon seit ein paar Jahren, da ich so die komplette Bewegung auf den Social Media Tools wird sich halt unterhalten über politische Fragen, hin, her, links, rechts, CDU doof, Grüne doof und was wähle ich und der Putin und der Trump und der Erdogan. Und permanent wird aufgerufen zu irgendwelchen Gegenbewegungen, sei gegen dies, sei gegen das, geh auf die Straße wegen gegen das und dies. Und ich sage, das ist mir alles zu viel, ich will nicht mehr gegen sein, sondern wir müssen doch irgendwas hinbekommen, was motiviert, was für etwas ist, wo ich Energien rauslocken kann, wo ich jemand Freude bringen kann oder Hoffnung machen oder Visionen zusammenarbeiten. Und da habe ich gesagt, was Unpolitisches, ich will jetzt auch keine Bewegung oder eine Partei gründen. Was liegt nahe, einfach sich auf des Menschen Ursprung zu besinnen, einfach Mensch zu sein. Und über das Menschsein, wenn ich bei mir bin, komme ich automatisch auf meine soziale Kompetenz. Und dann muss ich auch niemandem mehr sagen, ja, jetzt tu doch mal, geh doch mal auf die Straße oder jetzt beweg dich doch mal oder engagier dich. Das kommt dann von ganz allein. Da wir aber in einer Welt leben, die viele Menschen mit Äußerlichkeiten beeinflusst. Ich muss das, ich muss dies, ich will Doktor werden, ich brauche Karriere, ich muss da oder einen Urlaub und so weiter. Wir sind permanent damit beschäftigt, uns mit diesen Dingen, auch familiäre Hinsicht und ja, welchen Beruf. Und da sind wir halt so drin und da gibt es wenige, die halt soziales Engagement zeigen von sich aus. Und ich wünsche mir, dass das mehr wird oder eine Selbstverständlichkeit wieder im Menschen drin ist, dass das vor allen meinen eigenen Bedürfnissen, die ich befriedigen möchte, dass das ist, ich gucke, dass in meinem Umfeld alles gut läuft und dass ich helfen kann nach links und rechts, wo ich kann. Und dann wird das von ganz allein, dieses Umfeld, stimmig. Habe ich so ein Gefühl. Also du sagst, derjenige, der sich mehr als Mensch fühlt oder der sein Menschsein mehr akzeptiert oder versteht, der engagiert sich auch automatisch sozial. Ja, würde ich schon so sagen. Also jemand, der auch ein Gespür für Empathie hat, der auf Werte auch wieder Wert legt, für den ist es eine Selbstverständlichkeit, zu helfen. Und den muss man nicht triezen, dass er was macht. Und das ist vielleicht gerade in der Stadt, ich weiß nicht, wie es auf dem Land ist, da hilft man sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachbarschaftlich. Und ich komme aus der ehemaligen DDR, da hat man sich, war auch ein anderer Umgang unter Menschen, den man gepflegt hat. Und die 90er haben es vorgelebt mit Geiz ist geil und nur du musst vorne und der Beste und Erste und das bringt uns alle nicht weiter. Du hast jetzt eben sogar schon andersrum gesagt, also sogar vor den eigenen Bedürfnissen dem anderen zu helfen. Also das ist dann dem Hashtag Mensch irgendwie wichtiger, genau, dem anderen zu helfen, bevor er sich an sich selbst denkt. Ich sag mal, wenn das, ja genau, genau, ein bisschen was Selbstloses hat das auch. Genau. Wenn ich das letzte Stück Brot habe, dann ist es selbstverständlich, dass ich es teile, mit wem auch immer der es braucht. Ja. Okay, in welche Richtung geht denn jetzt dein persönliches Engagement? Ich nehme mal an, man kann ja sich nicht für alles und jeden einsetzen, das wird ja auch richtig keiner verlangen. Wo siehst du da so deine Felder, auch dessen, womit du dich identifizierst oder wofür du Empathie hast? Ja gut, Hashtag Mensch ist ja entstanden auch mit einem Freund, dem Thomas Fiehler und der Saskia Wendt zusammen. Der Thomas Fiehler hat das Startup-Unternehmen Mealmatch. Und da geht es darum, bei einem gemeinsamen Essen Menschen zusammenzubringen. Also es ist ein Unternehmen, was halt auch auf Social Impact setzt. Das finde ich sehr löblich. Und das motiviert mich einfach auch, Menschen zusammenzubringen, die sich nicht kennen und wieder zu einem Gespräch zu führen. Beim gemeinsamen Essen ist das am
schönsten. Ja, die treffen sich einfach. Genau, die treffen bei sich einfach. Bei jemandem zu Hause? Das ist unterschiedlich. Also es fing an, es kommt aus dem Social Dining Bereich, dass man zu Hause kocht und sagt, ich koche ein bisschen mehr und lade auch mal Leute ein, die außerhalb meiner Blase sind, Familie, Freunde oder so. Kennt man ja, es fühlt man sich wohl, aber mal irgendwas Neues, Interessantes. Und dann hat man entdeckt, dass man das auch wie Airbnb handhaben kann. Sprich, ich sage, ja, pro Person 5er, 8er, 7er, 10er, wie auch immer. Und je vermittelter Sitzplatz geht dann was an Mealmatch. Okay. So läuft das. Okay, die denken also doch auch ein bisschen an sich. So. Ja, wir wollen aber versuchen dann mit dem Geld erstmal klar, um die Mitarbeiter zu bezahlen, die Programmierer etc., die wollen ja auch von was leben, aber es dann auch wieder in soziale Projekte fließen zu lassen. Das ist schon so die Philosophie des Unternehmens. Und so ticken mittlerweile auch viele andere Startups, die ich kennenlernen durfte und nette, interessante Gespräche in den letzten 2 Jahren mit Menschen geführt, die dazu geführt haben, wie vernetzen wir die, wie machen wir das sichtbar und unter welcher Fahne kann man das laufen lassen. Ich finde halt Hashtag Mensch ist das Natürlichste, beziehungsweise war für mich das ja Unbefleckteste, sage ich mal. Das ist jetzt keine Partei, keine Bewegung in dem Sinne, sondern aufs Menschsein sich zu. Ja, das hat erstmal den Vorteil, dass es jetzt niemanden außer Tiere und Pflanzen ausschließt. Ne? Ja. Also wir sind ja alle irgendwie Menschen. Wer trifft sich denn da bei solchen Meal-Matches oder nennt man das so? Was sind das so für Leute normalerweise? Du nimmst da auch teil manchmal. Manchmal nehme ich da auch teil. Wie setzt sich das so zusammen? Das ist unterschiedlich. Jung und alt trifft sich da zusammen. Man kann Themen bestimmen, über die dann gesprochen wird. Man kann Zielgruppen orientiert an sprechen, dass sich halt nur Jugendliche oder nur alte Leute treffen. Ich bin neu in der Stadt, Städtetourist oder wie auch immer, Geschäftsreisender, will nur nicht alleine essen und freue mich, wenn ich auf eine Gruppe stoße von Menschen. Kommen wir jetzt noch zu der anderen Sache, dass wir halt das auch in Restaurants oder Hotels mit Restaurantanbindung handhaben wollen, weil einfach privater Raum zu wenig zur Verfügung steht für die Nachfrage von Menschen, die sich treffen wollen. Aber das heißt, die Leute sind nicht so interessiert, die anderen in ihre Wohnzimmer reinzulassen? Ja, oder? Das ist ein bisschen befremdlich. Ja, ja, okay, gut. Verständlich in den heutigen Zeiten. Das heißt, ihr wollt Unternehmen oder Hotels mit einbinden? Genau. Mhm. Und Gastronomien, die sagen, ich habe von Montag bis Freitag oder so Tischkapazität frei. Da gibt es einen Tisch, den stelle ich dann da rein auf die Seite und da können sich Menschen treffen. Mhm. So ein Stammtisch, genau. Das klingt ja nach einer ganz tollen Idee, auch sich da so zusammenzusetzen. Es klingt mir aber auch so ein bisschen nach so einem, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, so ein First World Problem. Oder dass, ich meine, dann sitzen Leute beim Essen zusammen und vielleicht der eine zeigt dem, wo es zum Dom geht oder irgendwie sowas. So dieses richtige soziale Engagement, so dass man jetzt zum Beispiel Obdachlosen hilft oder so, passiert das auch da drin? Oder Drogenabhängigen? So in der Form noch nicht. Das werden dann Tische, war auch mal angedacht, dass man vielleicht mit sozialen Institutionen zusammenarbeitet und sagt, bevor die Menschen Geld bekommen und das in Alkohol ausgeben, kann es feste Essenstische geben, die halt dann auch mit einer dementsprechenden Fachkraft betreut werden. Also allein jetzt aufeinander lassen, kenne ich mich gar nicht mit aus, wie man damit umgeht. Das finde ich auch schon eine sehr, psychologische Sache, so man halt eine Betreuung braucht, eine Bezugsperson, die damit stetigen Umgang hat. Also ich wüsste jetzt nicht, damit umzugehen. Okay. Ja, die Frage ist ja auch immer, wie kommt man an Leute ran, die nicht gerade in dieser Filterblase sind? Also ich denke mal, bei Mealmatch, wenn man das kennt, dann ist man vielleicht schon von sich aus interessiert daran, ich möchte mal gerne bei jemand anderem essen oder mal andere Leute einladen. Das ist, könnte ich mir vorstellen, eine gewisse Klientel, die sich da auch trifft, aber die eben auch nicht über diese Filterblase hinausgeht. Also wie kommt man an Leute ran, denen man wirklich Hilfe nötig hat? Menschen, die am gesellschaftlichen Kern nicht mehr teilnehmen, so richtig. Die keinen Bezug zum Internet. Wenn ich Empathie höre und soziales Engagement, dann denke ich erstmal an die, denen es wirklich schlecht geht. Und die gucken ja nicht als erstes, Mealmatch, mal gucken, wo ich da hingehe. Nee, natürlich nicht. Ja. Wie erreicht man die? Eigentlich durch persönlichen Kontakt. Also die muss man ansprechen und dann auch mal auf so Tische einladen. Genau. Mhm.
Ja. Also so geht es. Zusammenarbeit mit Streetworkern natürlich auch, die halt im stetigen Kontakt sind. Dann kann man sowas auch arrangieren. Ist das Teil dieser Mealmatch-Philosophie? Oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ist es auch mit angedacht, solche Parts zu übernehmen. Mhm. Okay. Auch mit alten Leuten, dass man es schafft, dass Rentner oder Leute aus dem Seniorenheim wieder abholt und sagt, man bringt die mit Jugendlichen zusammen ins Gespräch. Mhm. Halt. Mhm. Ja, okay. Ich meine, Leute ins Gespräch bringen ist ja schon mal eine gute Voraussetzung überhaupt für alles. Aber diese Gespräche sollten die irgendein Ziel haben? Würdest du das für dich persönlich sagen, dass man auch über das Gespräch zu etwas Gemeinschaftlichem oder zum Verständnis finden kann über irgendwas? Oder sollte? Sollte, ja. Schon. Also man kann diese Tische mit Themen halt bestücken, dass man sagt, der Tisch, da ist mal heute jemand, der spricht darüber und man unterhält sich dann während des Essens dabei. Aber letzten Endes wollen wir es doch erstmal offen lassen, weil niemand sich gezwungen fühlen möchte an einem Tisch zu essen, wo jetzt ein Thema vorgegeben wird. Wenn das Leute wollen, dann kann man das vereinzelt machen und dann darf das auch eine Dynamik entwickeln. Hm. Ja, ich frage deswegen, weil dieses Hashtag Mensch auch oder überhaupt die Begegnung von Menschen untereinander, das ist ja so ein bisschen inhaltsleer. Das ist erstmal nur, wir stellen eine Plattform zur Verfügung, wo sich Menschen treffen können. Aber was dann genau dabei rauskommt oder rauskommen soll, das scheint noch gar nicht so klar zu sein, oder? Warum sich Leute, über was sie sich auch einigen sollten. Ja. Also anders gefragt, dieses Hashtag Mensch ist ja auch, ne, das betont das Verbindende. Mhm. Aber was ist das Verbindende? Das Verbindende ist erstmal, dass wir jetzt hier sitzen, ist ja auch schon eine Verbindung. Ja, aber genau. Das Aufnahmegerät sitzt ja auch hier. Da bin ich ja jetzt auch. Aber ich bin zu dem anders verbunden als zu dir. Ja. Das heißt, beim Essen ist nochmal eine ganz andere Verbindung da, als wenn ich mit jemandem im Chat sitze und demjenigen schreibe. Mhm. Und das war so der grobe Ansatz, eigentlich zu sagen, raus aus den Chatrooms, rein wieder ins reale Leben und sich mit Menschen einfach zu treffen. Ja. Und da gerade durch zunehmendes, sozialen Verkehr im Netz finde ich oder fanden wir, dass einfach die Hemmschwelle, jemanden im Restaurant anzusprechen, kann ich mich mit an den Tisch setzen und vielleicht manchmal das Bedürfnis sogar da ist, mit jemandem zu sprechen, ist halt so groß, dass man es nicht macht. Und das wollen wir nehmen, indem wir diese Plattform schaffen, um jegliche Verabredungshürden oder Ansprechen erstmal im ersten Schritt zu nehmen. Ja, also diese sozialen Netzwerke haben ja ihr gutes Aber. Funktion, mittlerweile. Aber es ist ja anonym, es ist distanziert, oft geht es da auch, in solchen sozialen Netzwerken online. Ja. Ist ja oft so, da geht es auch zur Sache, man nimmt nicht so richtig Rücksicht auf den anderen, da suchen wir irgendwie einen Avatar oder so. Richtig. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man das sozusagen ins reale Leben holt, dann tritt man dem anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Genau, da ist man etwas verhaltener und kann nochmal ganz anders ins Gespräch gehen als jetzt lasse ich mal laufen im Netz. Ja, genau. Das fand ich ja auch so stark jetzt an diesem Interview und stark, dass du da hingegangen bist, oder es war ein Gespräch eigentlich, von Nana Domena, einem Kölner Journalisten, Moderator, der seit ein paar Jahren, glaube ich, mittlerweile ein Projekt macht und Interviews und Gespräche macht. Das heißt, Projekt Multikulti oder Multikulti trifft Nationalismus. Und du saßt da auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein also expressiver Nationalist, der sich selber auch so bezeichnet, Frank Krämer. Und ihr habt euch, ja, man kann schon sagen, ihr habt euch gefetzt vielleicht nicht, aber ihr habt schon stark debattiert. Ja. Und da fand ich ja auch so, da geht mal was vom Netz, ne? Geht mal so ins Offline, in die reale Welt wieder und man spricht miteinander. Ich habe mir dann die ganzen Kommentare durchgelesen. Das ist wirklich ein sehr erfolgreiches Video, über 30.000 Klicks mittlerweile und sehr, sehr viele Kommentare. Und die erstmal sagen, toll, dass du dich da hingesetzt hast, aber der hat doch keine Ahnung und der Lars ist doch naiv und so weiter. Also auch viele negative Kommentare. Ja, habe ich gesehen. Das Erste ist, was ich dich fragen wollte, weil mir das nicht so klar war, hast du aus dem Gespräch für dich persönlich etwas mitgenommen? Also es wirkte jetzt erstmal, so ein Gespräch ist ja dafür da, dass man
aufeinander eingeht. So. Und es wirkte, sagen wir mal, so ein bisschen distanziert. So. Ja. War da eine gewisse Offenheit von beiden Seiten? Hast du was gelernt? Ich glaube, dass es ein paar Punkte gab, wo wir uns menschlich auf dem Nenner waren. Mhm. Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, ich bin in dieses Interview auch reingegangen, zu sagen, Lars, lass dich auf kein Wortgefecht ein, da will man dich nur haben und dich mit ihren Argumenten schlagen. Bleib ruhig, beharrlich auf das Menschsein, auf die Vernunft halt auch, und dass es nicht darum geht, Menschen ersaufen zu lassen, dass wir da gar nicht hin dürfen oder auszuschließen, und dass die Probleme ganz woanders liegen. Das habe ich da, das muss ich gestehen, in dem Interview ein bisschen verpasst, da nochmal drauf zu pochen, dass es halt Ursachen gibt, warum die Menschen flüchten, und dass es die gilt, aufzunehmen, aufzulösen und alles Mögliche dafür zu tun, dass es Menschen gar nicht danach ist, zu flüchten oder sich in Bewegung zu setzen. Wer will seine Heimat schon gerne verlassen? Es hat ja Gründe. Ja. Genau. Genau. Du hast es, glaube ich, auch gesagt, ich habe es mir auch extra nochmal angehört, du hast auch über das Verhältnis von Europa oder dem Westen zu Afrika gesprochen. Und dem Frank ging es jetzt, glaube ich, mehr um so den Ist-Zustand jetzt und was man sozusagen als direkte Abwehr oder Lösung, was er als Lösung ansieht, tun kann. Und dir ging es um Ursachen und Ursachenbekämpfung. Ja. Was würdest du denn als Hauptursache, ich sage mal jetzt wirklich sehr breit, so der heutigen dringendsten Probleme ansehen? Alles, was mit Migration und Nationalismus zu tun hat. Eigentlich fange ich da an. Fang mal bei der Wirtschaftshilfe oder bei der, wie nennt sich das nochmal, diese Hilfe? Entwicklungshilfe? Entwicklungshilfe, ja. Genau. Dass die gar nicht so den Effekt hat oder funktioniert, wie sie funktionieren soll. Die Gelder gehen da an die Staatsoberhäupte, die leben dann dementsprechend auf großen Fuß. Das Volk sieht davon ja nun mal nicht wirklich viel bis gar nichts. Unter unmöglichen Bedingungen, um halt wirtschaftliche eine Basis zu schaffen, mit der Europa in Abmachung tritt. Mhm. Ne? Da wird halt gewirtschaftet und gehandelt, und das ist nicht wirklich sichtbar mit den Geldern. Deswegen haben wir unter Hashtag Mensch mit einer Idee sind wir vorgeprescht, unter Hashtag Mensch tu was. Ich hatte mir gedacht, in den ganzen Flüchtlingslagern, sei es jetzt an den europäischen Außengrenzen oder halt auch schon davor in den jeweiligen Krisengebieten, ist ja eine Ansammlung von Menschen. Menschen, die Potenzial haben, die Energie haben, noch weiter zu gehen und die Energie hatten, bis dahin zu gehen. Was machen mit dieser Energie? Jetzt habe ich in Nachgesprächen auch schon gehört, dass in vielen Camps dass man gar nicht möchte, dass sich da großartig viel tut, dass man das so unattraktiv wie möglich gestalten will, dass die halt wieder gehen, aber das tritt ja nicht ein. Und jetzt war unsere Idee, aus diesen Camps sogenannte Smart Spots oder Kompetenzzentren aufzubauen. Das heißt, Menschen, die da hinkommen, den nimmt man sich erstmal an, indem man halt, was hier in Deutschland, glaube ich, wenig passiert, mit einem therapeutischen Ansatz daran geht. Mit einem Coaching, wo kommst du her, wie sind deine Verhältnisse, was ist dir widerfahren, das erstmal abzufedern, zu selektieren in den Lagern, was ist deine Intention, warum willst du nach Europa, wie sind deine familiären Verhältnisse, und so weiter. Das mal zu klären, auch in Gesprächen und auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Dann kann weiterhin in diesen Camps passieren, dass man in Sprachen ausgebildet wird, dass man in Kulturen ausgebildet wird, dass man Verständnis hat, wenn ich nach Europa komme, okay, das funktioniert so oder so, oder kann aus diesen Camps heraus vielleicht einen Job vermittelt bekommen, um nach Europa zu kommen, etc. Es können aber auch Lehrkräfte aller Art in diese Camps rein, Auslandsjahr machen, und eine gegenseitige Befruchtung soll halt stattfinden. Es können junge Unternehmer, Start-ups mit modernen Technologien, städteplanerisch etc.
tätig werden, die jetzt in bestehenden Städtestrukturen noch gar nicht eingesetzt werden können, weil dann müsste man was aufbrechen, was ein viel größerer Aufwand wäre, als in einem Zeltlager etwas neu zu bauen. Das war noch ein weiterer Ansatz. Und bevor die ganzen Gelder an Frontex gehen, die dafür sorgen, dass irgendwas abgewehrt wird, dann nehme ich doch das Geld und stecke es etwas rein, was zum Blühen gebracht werden kann, wo eventuell, wo ich auch sehr stark von ausgehe, die Menschen, die da hinkommen, dieses Camp gar nicht mehr unbedingt nach Europa müssen, sondern sagen, mit dem, was ich jetzt gelernt habe, das kann ich mitnehmen und in meinem Heimatland wieder aufbauen. Mhm. Also es geht schon darum auch, um Permakultur, um Vertical Farming, wie gewinne ich Energie aus der Luft, all diese Dinge, die zukunftsrelevant sind, die einfach umgesetzt werden müssen, um halt auch dem Klima zuliebe weniger zu verbrennen oder fossile Brennstoffe abzubauen, sondern es ist alles da. Wir müssen nur die Technologie einsetzen, umsetzen, um autark auch irgendwie die Häuser bewirtschaften zu können. Mhm. Es ist alles da, es geht alles, es ist alles möglich. Wir suchen Investoren, Macher, die sich mit einbringen möchten. Ja, gut, wenn alles da ist, frage ich mich jetzt mal, warum wird es da nicht schon gemacht? Weil die Politik halt da anders tickt und andere Verhältnisse. Ich weiß nicht, ich bin da zu wenig an vorderster Front, um zu sagen, es funktioniert deswegen nicht. Vielleicht ist der Machthaber, sagt, nee, in meinem Land passiert sowas nicht, mache ich nicht. Oder vielleicht sind in Europa ganz andere Interessen dahinter, dass man sich dagegen versperrt, weil okay. Abmachungen getroffen werden, die einzuhalten sind. Ich meinte jetzt auch bezogen auf diese neuen Technologien oder Energietechnologien, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber du stellst es so dar, als wäre das wirklich so, man müsste eigentlich nur investieren und dann wäre das eine richtige Fundgrube eigentlich auch, die Profit abwirft und so. Da würde ich mir fragen, warum haben die Investoren, die Unternehmen nicht schon längst investiert darin? Aber gut, können wir jetzt nicht da reingucken. Du hast mit diesem Coaching-Gedanken begonnen, das fand ich auch sehr interessant, oder du hast sogar gesagt, therapeutische Hilfe für eigentlich jeden Einzelnen, der da so ankommt. Was würdest du dir da so vorstellen? Also es klang jetzt eben ein bisschen wie so ein Aufnahmegespräch, so, warum sind Sie hier, wo wollen Sie hin und so, und dann ist man nach einer halben Stunde fertig, aber so, das ist ja wahrscheinlich das intensiver. Geht schon tiefer, also wenn ich aus dem Kriegsgebiet komme, vielleicht meine Eltern, Schwiegereltern, Geschwister verloren habe, stecke ich das ja nicht einfach so weg. Mhm. Dann komme ich nach Europa, ohne dass irgendwie jemand behandelt hat oder mir eine seelisch tiefere Hilfe geboten hat, stelle fest, ich muss zum Amt, ich muss dies, ich kriege schräge Blicke etc., ich werde nicht richtig akzeptiert und das habe ich auch in dem Interview gesagt beim Nana. Es ist ein schwieriges Thema, jetzt zu sagen, ja gut, dann kommen halt so Affektsituationen, wo man dann gewalttätig wird. Mhm. Das möchte ich auf gar keinen Fall beschönigen oder für gut heißen. Mir fehlt halt wirklich dieser wichtige Ansatz, wird den Menschen wirklich von Anfang an richtig geholfen oder werden die hergeholt und sollen dann in Arbeit gesteckt werden und das muss funktionieren. Okay. Und auch das Thema Therapie ist ja nun nichts, was ich nur für Flüchtlinge oder stark traumatisierte Menschen sehe. Das Thema Traumatherapie, Coaching, Visionscoaching etc. Das sind alles Ansätze, wo ich sage, da kann man auch, beim Arbeitsamt sollte man viel stärker mit diesen Schulungsmitteln arbeiten, um natürlich Menschen wieder eine Perspektive und eine Motivation zu geben. Mhm. Wenn sie das nicht haben und nur gezwungen sind, hier ihren Papierkram zu machen oder sich an Jobs zu bewerben, auf die gar keine Lust haben, sonst kriegen sie ihre Sanktionen. Sie sind ja immer im Muss, im Druck, im Sollen und nicht im Dürfen. Oder ja, da ist irgendwas drin, wo auch Arbeitslose irgendwann sagen, das ist mir egal. Kann ich natürlich jemand als der schon länger hier lebt, sagen, okay, mir geht es bestimmt viel, viel besser als diesen Menschen, aber ich bin auch oft im Muss und im Sollen und Druck und eigentlich würde ich auch gerne mal abschalten und vielleicht bin ich auch eigentlich ein bisschen traumatisiert jetzt, ohne das zu relativieren, aber
die Kritik ist doch dann, warum kriegen die jeder einen persönlichen Therapeuten zur Seite gestellt und die anderen müssen ihr Arbeitsleben weiterführen und mit Druck und Stress umgehen und sie dürfen das noch bezahlen. Am liebsten wäre mir das ja für alle. Ja. Also ich will das gar nicht pauschalisieren, nur jetzt die Flüchtlinge. Aber es wäre ein Programm, wenn man das in diesen Flüchtlingslagern, in diesem Camp durchführen würde, würde tut mich schwer mit den Wörtern, Migrant, Flüchtling, ja. Refugee. Ein Mensch. Ein Mensch, genau. Der Mensch, der dann nach Europa möchte, kommt ja dann mit einer ganz anderen Aufgeklärtheit hierher. Genau, eine Aufgeklärtheit, auch ein kulturelles Verständnis, dass man nicht mit einer muslimischen Beharrlichkeit hierher kommt und sagt, ich bestehe auf meinen Glauben, ich lebe nur so, wie ich das von zu Hause kenne und was ihr hier macht, ist mir erstmal völlig egal. Und okay. Das hat sich in den letzten Jahren, da kann ich halt den Herrn Kafer auch verstehen, wenn er sagt, ja, es haben sich so Clans gebildet oder Eigenkulturen, wo man dem man nicht mal Herr wird, ja und jein sozusagen. Da sind Dinge halt schief gelaufen. Ja. Also zum einen würde ich gerne wissen, wo die Ressourcen dafür herkommen sollen, deiner Meinung nach. Also jemanden, der vielleicht 20, 30, 40 Jahre in einer anderen Kultur sozialisiert wurde, jemanden mit so ein paar therapeutischen Stunden umzudrehen und zu sagen, so jetzt bist du ein Westler, ist ja wahrscheinlich nicht möglich. Das heißt, es ist sehr intensiv. Wer bezahlt das? Wer bezahlt denn das Frontex zum Beispiel, die Sicherheit, dass die nicht rüberkommt? Wer bezahlt denn in Militär und Waffen, dass die hierher gekommen sind? Wer bezahlt denn Staatsoberhäupte, damit genau solche Handelsbeziehungen aufrechtgehalten werden, dass die gar nicht davon leben können, die Menschen, die da leben, sondern Exportware leben müssen, genau, von Sachen, die aus Europa kommen und gar nicht ihre eigenen Produkte. Wenn unser Müll dahin gebracht wird, sozusagen, und es uns nicht wirklich schert, solange ich nächstes Jahr mein neues Smartphone habe und in den Flieger steigen kann, unbekümmert. Der Steuerzahler, oder? Ja. Das muss ich jetzt doppelt bezahlen. Das zahlen wir ja sowieso doppelt. Ja, Moment, erstmal zahle ich jetzt nur für die Entwicklungshilfe, sozusagen, und für das Banken, für Frontex und für Banken, noch schlimmer. Genau. Und an alle möglichen schrecklichen Sachen. Und jetzt bezahle ich dann auch noch für die, so du schätzt als Folge da, also dass die Menschen hierher kommen und dass sie eben auch therapiebedürftig sind oder einen Coach brauchen, bezahle ich auch noch dafür. Nee, nicht auch noch. Wir nehmen von dem anderen ein bisschen was weg, was wir ja nicht brauchen, was nicht wirklich so wichtig ist. Mhm. Und stecken es in da ein, was wichtig ist. Und das der Mensch steht erstmal an erster Stelle. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel Frontex, was ich durchaus oder sehr kritisch sehe, ich bin da gar nicht für, aber wenn ich das wegnehmen würde, ich weiß jetzt nicht, welche Zahlen man da hat, wie viel man da einsparen würde, dann ist natürlich rein rechnerische Sache, sind erstmal mehr Menschen auch in der Lage, nach Europa zu kommen. Und das heißt, es sind mehr Menschen auch, haben ein Anrecht, ich weiß nicht, wie du das formulieren würdest, auf so einen Coach, auf so einen Therapeuten. Würden da nicht die Kosten noch viel mehr steigen? Wobei ich dann nicht sagen muss, okay, das ist nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ist sonst zu teuer. Aber ich will halt wissen, wo kommt das Geld her? Deswegen würde ich es auch gerne in diesen Smart Spots oder in diesen Kompetenzzentren reinbringen, um halt die Kosten, die jetzt gerade entstehen, um überhaupt diese ganze Flüchtlingsmisere zu handeln, kostet ja auch immens viel Geld. Und das, was man dort hineinstecken würde, also exportieren quasi, wäre ein geringerer Kostenaufwand. Und man könnte im Vorfeld schon gucken, wer ist wirklich gewillt, eine Wohnung, einen Job und so weiter. Oder wer ist darauf aus, terroristische Akte zu vollziehen. Ja, es ist alles, ja, gut, sollte man trotzdem hinterfragen. Also nicht per se, nicht jeder und nicht alle, aber dennoch sage ich, die Gefahr ist da, dass Menschen darunter sind, die Schindluder im Kopf haben. Das ist ja auch die Kritik. Je mehr man
Leute zum Beispiel in solche Heime einfach sich selbst überlässt, desto mehr kann da eben auch Extremismus gedeihen. Ne? Genau. Und eben durch einen, der dann andere eben rekrutiert oder sowas. Wenn man da eben schon vorher reingehen würde und sei es auch eben coachingmäßig oder therapeutisch, hätte man da ja schon eine Hand. Ja gut, diese Finanzierungsfrage ist wahrscheinlich sehr schwierig. Was da würde ich gerne mal noch einen Fachmann hinzuziehen. Genau. Haben wir da nicht irgendwie einen Fachmann oder so? Was sagt denn Herr Precht dazu? Wie sieht es deiner Meinung nach mit den Menschen später aus, wenn sie eben dann diese kostenlose Ausbildung, so wie ich das verstanden habe, bekommen haben? Sie möchten gerne dies und das machen in diesen Smart Spots und sie entscheiden sich dann zum Beispiel zurückzugehen oder sie sagen, ach, ich möchte diese Ausbildung gar nicht, ich möchte einfach nach Deutschland oder in irgendein anderes Land und ich möchte aber auch nicht arbeiten oder so. Wie würdest du das sehen? Ich möchte nicht nach Deutschland, ich möchte arbeiten. Nein, ich möchte nach Deutschland, aber ich möchte da nicht arbeiten. Also ich habe gehört, hier gibt es ein gutes Sozialsystem, besser als in Marokko oder so Uganda. Es geht den Menschen besser hier. Fragezeichen. Weiß ich nicht, wie unsere Sicht, die politische Lage überhaupt in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Europawahl steht vor der Tür. Die Parteienlandschaft, ich weiß nicht. Was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass jeder seiner Tätigkeit nachgeht, die ihn bewegt und ihn satt macht. Die dafür sorgt, dass er ein Dach über dem Kopf hat. Und wer nicht arbeiten will, der muss so viel Geld haben, um Urlaub machen zu können. Ja, aber ich glaube schon, dass ein Bruchteil nur der Menschen, die nicht arbeiten gehen und auf Staatskosten leben, dass das viel, viel weniger sind als Menschen, die sagen, mir würde eine Zufinanzierung reichen. Ich würde trotzdem noch arbeiten gehen, um im Gesamtpaket eine Summe X zu haben, mit der kann ich leben. Mhm. Will aber nicht in diesem Muss 8 Stunden bis 10 Stunden Überstunden in dieser Pflicht drin sein, sondern ich will das für mich frei entscheiden können und dann aber nicht sagen, wenn ich nur halb arbeite, oh, jetzt muss ich am Hungertuch nagen. Mhm. Dafür sind wir einfach zu weiterentwickelt, auch in der Technologie. Und da dürfen auch die Konzerne jetzt nach 100 Jahren auch da nochmal eine soziale Revolution erleben, wo technische Geräte, die uns die Arbeit erleichtern, besteuert werden. Die Geräte bezahlen das Geld? Die Maschinen, die Roboter, die Technologie, die werden dementsprechend besteuert, dass der Fabrikant nicht sagen kann, ich nehme lieber die Technologie, lass die Arbeiter weg. Mhm. Wenn die jetzt nichts zu essen haben, ist mir das egal, sondern da muss eine Absicherung her, um zu sagen, das muss aufgefangen werden irgendwann in Zukunft. Das ist ja meine persönliche Theorie über die Ursache von der Dystopie in Terminator, dass so Skynet, dass sich die Maschinen gegen die Menschen aufgelehnt haben, weil sie besteuert wurden. Von denen jetzt auch noch. Ich glaube, die Maschinen lehnen sich auf gegen die Menschen, weil sie gesteuert werden. Das ist meine. Von? Von anderen Menschen, die vielleicht Interessen haben, weniger Menschen auf dem Planeten zu haben, weil sie Kosten verursachen. Mhm. Weil sie gefräßig sind, die brauchen Platz. Was machen wir den Menschen? Mhm. Okay. Ich kann mir solche perfiden Ideologien schon von Menschen vorstellen, die in führenden Positionen sitzen und vielleicht an einer Psychose leiden, die nicht wirklich öffentlich diagnostiziert wird. Ja, aber also ganz ehrlich, bezahlen die Maschinen ja keine Steuern oder kein Geld, das sind ja Menschen, die das bezahlen. Also das wird ja erwirtschaftet irgendwo. Mit Menschen, denen die Maschinen gehören, von mir aus. Ich privat werde jetzt keine Maschine haben, wenn ich nicht... Nein, aber... Wenn das Smartphone oder mein Rechner nicht auch schon eine Maschine ist, die für mich Tätigkeiten erledigt in Zukunft... Ganz konsequent wäre das eigentlich auch eine Maschine. Ja. Also der eine Maschine bezahlt ja kein Geld, also du müsstest das dann, weil du eine Maschine besitzt, bezahlen. Also das heißt, die Unternehmer, die die Maschinen herstellen oder besitzen und verwenden, die würden höhere Steuern zahlen. Genau, diese Maschinen besteuern, um das zu finanzieren, damit die Menschen, die nicht mehr diese Tätigkeit ausüben, die jetzt eine Maschine ausübt, um denen eine Absicherung zu geben. Ja, okay. Also durch den
Wegfall von Arbeitsplätzen durch diese Maschinisierung. Mhm. Aber du hast auch eben gesagt, wenn die Leute so Druck empfinden oder so, so verpflichtet sind, die sollen nicht diesen Druck empfinden. Genau. Und dann sollen die auch von diesen Menschen, die Maschinen haben, auch unterstützt werden, oder? Genau. Okay. Das wird das neue Sozialsystem. Und dann, machen die dann nicht einfach die Preise höher von den Produkten, die die Maschinen herstellen? Das liegt ja dann in der Politik, würde ich sagen, oder? Das zu bestimmen, das dann ein Reglement zu finden. Wie die Preise sind. Ja, wie viel nach oben verdient da werden darf, wie viel ein Mensch für seine Würde an Lebensunterhalt braucht, ne? Oder damit er entspannt auch lebt und auch sich noch trotzdem in die Gesellschaft kreativ oder wie auch immer einbringen kann und sich nicht abkapselt und sich aufgibt. Das Phänomen zieht sich durch unsere Gesellschaft und wird halt einfach nicht gesehen. Dass es viele Menschen sich aufgeben und ja, müssen dann mit dem Fingerzeig auf sich nehmen, ja, der tut nichts, der ist faul, der ist arbeitslos und man weiß die Psyche dahinter gar nicht. Wenn, also ich stelle mir das immer so vor, wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten kann oder will und dann eben ein starkes Umverteilungseinkommen bezieht, also durch Sozialhilfe, dass dann von der Gesellschaft eher dieser Zeigefinger kommt und sagt, ja, der ist faul und er lebt auf unsere Kosten, nämlich in der sozialen Hängematte. Daher kommt, glaube ich, dieses Denken. Weil es uns so auch vermittelt wird, dass wir so zu denken haben. Würden wir offenbar damit umgehen und sagen, ja, wir sind nicht mehr um 1900, als die Maschinen und Industrien boomten, als auch da eine Arbeiterbewegung gab, um soziale Errungenschaften gekämpft hat, sind wir jetzt, 100 Jahre später, wieder an einem Punkt, Zyklus wiederholt sich, wo es darum geht, das wieder zu erstreiten, zu erkämpfen, zu sagen, ja, das steht uns jetzt zu, bei der zunehmenden Digitalisierung auch. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man einen menschlichen Ethikkodex entwirft, der diese KI etc. im Griff hält. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Okay, da können wir gerne gleich auch noch zu kommen. Ja. Du hast aber gesagt eben, das steht uns zu. Inwiefern steht mir zu, was irgendjemand mit seinen Maschinen macht oder öffnet? Erstmal, weil du Mensch bist, steht dir das zu. Uns allen. Oh, wie viel steht mir zu? So viel, wie du zum Leben brauchst, um satt zu werden, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Du hast eben gesagt, ein entspanntes Leben. Ja, ein entspanntes Leben ist ja schon mal, wenn ich mir nicht jeden Monat den Kopf zerbrechen muss, wie kriege ich die Miete zusammen? Kann ich am Monatsende Strom noch bezahlen? Und ist mein Kühlschrank nur mit Pumpernickel, Käse und Ketchup voll? Und vielleicht noch eine Flasche Bier. So geht's halt manchen auch, ja. Was im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern ein unglaublicher Reichtum ist, wie man leider sagen muss. Richtig, genau. Ja. Entspannt, das ist ja ein sehr subjektiver Begriff. Ne? Ich kann auch wirklich 5 Flaschen Champagner im Kühlschrank stehen haben und sagen, also richtig entspannt fühle ich mich eigentlich noch nicht. Also, wer setzt die Grenzen dafür, ab wann man sagen wird, okay, jetzt bist du aber genug entspannt, jetzt müssen wir noch ein bisschen was tun. Auch wir Menschen. Ich würde jetzt gar keine Person bestimmen, wer das jetzt festlegt. Es muss aus der Vernunft, aus der menschlichen. Was sagt der Philosoph dazu? Mir fällen jetzt gerade die Worte nicht ein. Naja, es ist, wenn du so ist ein Gefühl, ist eine Emotion halt auch, die da mit eingebracht wird. Und wir leben, glaube ich, auch in einer Gesellschaft, wo halt kein großer Platz für Sentimentalitäten ist, weil Entscheidungen sentimentalitätsfrei getroffen werden, weil sonst kann man sie nicht fällen für eine Firma, für ein Unternehmen. Und das ist uns etwas entzogen worden. Und wenn wir das wieder haben, entwickeln wir auch ein Gefühl dafür, was wir als Mensch brauchen. Du würdest dir sentimentalere Unternehmen wünschen? Ja, Unternehmen das spielt auch mit ein, Social Impact zu schaffen in Unternehmen, ist ja die Komponente, die meist ausgeblendet wird. Okay. Der Trend geht in die Richtung, indem es halt viel mehr Unternehmenscoachings gibt, wo man jetzt viel mehr auf die Mitarbeiter eingeht. Ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber so im Großen und Ganzen ist das noch nicht so verbreitet,
dass es auch gelehrt wird. Aber es gibt da einen Trend. Der Trend ist einfach nur noch, ist zu sehen im, ja, im Yoga-Healthy-Bereich, in Coaching, Seminaren, die es halt gibt für Leute, die ihr Online-Business vorantreiben und ihr Webinar ins Netz stellen. Da ist ein Trend auf jeden Fall in diese Richtung zu sehen. Nur ich würde ihn vielmehr auch ins Bildungsprogramm, Ausbildungsprogramm mit übernehmen, einbauen in die Erziehung, in die Schulbildung, dass man das auch da aufbricht, auflockert und mehr individuell auf den Menschen eingeht. Als Unternehmer würde ich wahrscheinlich denken, wenn jetzt jemand meine Maschinen besteuern will oder noch stärker besteuern will, ist ja eh schon besteuert, warum sollte ich dann diesen Trend mit dem Social Impact noch machen? Der kostet mich ja jetzt eher noch Geld. Das wird mir jetzt bei den Maschinen weggenommen. Solange ich das Geld habe, kann ich sagen, okay, mache ich hier so ein paar Programme für meine Mitarbeiter, kann ich mich generös zeigen. Wenn der Staat aber jetzt sagt, komm, hier, gib mal, du hast eine Maschine, gib mal das Geld her, dann sage ich als erstes, spare ich bei diesen Soft-Skill-Sachen und Ausbildungen. Also ja, vielleicht müsste es dann auch gar nicht so dieses, gib mal das Geld her, sondern wenn da auch mit dem Geld eine Transparenz geschaffen wird, wo geht das Geld hin, wo, was kann ich mit unterstützen, dass ich halt da als Firma auch sagen kann, okay, meine Ex-Mitarbeiter, alle, die hier gearbeitet haben, für die sorge ich. Die haben hier Jahre gearbeitet, jetzt habe ich die Maschinen hier, die müssen jetzt nicht mehr buckeln, haben es aber getan und ich zeige mich dankbar, dass ich denen ein Leben ermögliche, so, oder ich investiere Geld in Projekte, die neu entstehen und sowas halt. Es muss gar nicht dieses, so wie wir jetzt leben, ich nehme dir was weg und dann mal gucken, wo ich das anders verteile. Mhm. Dass wenn da mehr Transparenz ist, glaube ich schon, dass mehr Unternehmen auch ein Auge drauf hätten, was genau mit meinem Geld passiert. Lass uns doch vielleicht nochmal über Grenzen sprechen. Das ist bisschen anderes Thema, aber du hast doch in dem Interview, in dem Gespräch über Grenzen gesprochen und auch dieses Hashtag Mensch ist für mich so ein Zeichen von, du bist eigentlich gegen Abgrenzungen, du bist auch gegen Polarisierung und du bist gegen alles, was uns Menschen eigentlich in verschiedene Ecken treibt und so. Ja, gegen erstmal. Ich bin erstmal gegen gegen. Da bist du dagegen. Ich bin erstmal gegen. Für. Du bist für das Verbindende. Mhm. Und Grenzen, jetzt sind wir Ländergrenzen, haben ja den schlechten Ruf eben zu trennen. Ja. Würdest du sagen, Grenzen sollten aufgehoben werden auf mittelfristige Sicht? Ja, sollten. Wenn eine allgemeine, die Charta der Menschenrechte für jedes Land als Grundgesetz gilt und die auch bindend ist und nicht nur allgemein, kann ich mir das vorstellen, ja. Was hat die mit Grenzen zu tun? Ja, jedes Land hat ja noch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und grenzt sich halt so halt noch ab, auch handelsinterner etc. Okay. Wenn das aufgebrochen würde und sagt, für die ganze Welt bestünde eine menschliche Weltverfassung sozusagen, wo, ja. Also auch eine Gesetzgebung für die ganze Welt. Ja, genau. Da müssen sich natürlich auch die Religionen mal an einen Tisch setzen und sagen, ja, Krieg von gestern war gestern, jeder darf sein. Ich sehe Religion auch immer als Treppengeländer. Jeder darf persönlich sein Treppengeländer haben fürs Leben. Das ist auch gar nicht verkehrt. Aber es muss mir niemand sagen, meins ist besser. Halte ich an meinem Geländer fest, sondern das kann ich frei entscheiden. Wenn ich eins brauche, halte ich mich fest. Dann ist mir auch dann erstmal egal, welches das ist, wenn ich das brauche für mein Leben als Leitfaden. Wenn aber nicht, möchte ich nicht dazu genötigt werden. Genauso sehe ich es mit Parteien. Also wenn ich mein Leben bestreite und ich kann die Art von Karriere nur machen, wenn ich in der Partei bin oder in dem Verein oder so, das ist mir zu Vetternwirtschaft irgendwie. Das ist auch wieder eine Abgrenzung. Und da sind wir auch schon wieder bei den Parteien. Wenn die Parteien viel mehr miteinander arbeiten würden und lösungsorientiert arbeiten würden und nicht um Plätze und Posten sich gegenseitig rangeln und dass die Hauptkämpfe untereinander sind, die gar nicht dazu führen, menschliche Politik zu machen,
dann sage ich auch, da muss mehr miteinander als gegeneinander und irgendwelche Grabenkämpfe gekämpft werden. Ja, miteinander ist so ein schönes Wort, ne? Die Frage ist, wie passiert das? Also scheint ja erst so eine Grundkonstante in der menschlichen Geschichte zu sein, dass die Mächtigen irgendwie so in ihre eigenen Taschen wirtschaften, dass Macht korrumpiert, dass es da kein besonderes Interesse daran gibt, eine menschliche Politik, fast schon ein Oxymoron, eine menschliche Politik zu führen. Und du hältst diese Utopie hoch, was sich ja auch, ich sage, es hört sich schön an, aber ich sage, ja, das ist nur ein Wort. Wie willst du das? Das können wir nur schaffen. Alleine schaffe ich das. Wir beide? Nee, was meinst du mit wir? Wir Menschen. Ja, aber wie? Indem man sich, wie ich es anfangs sagte, auf das Menschliche besinnt und von allen Äußerlichkeiten, die uns mitgegeben wurden, durch Erziehung, durch übertragenes Trauma aus Familien, wie auch immer, durch Bildungsabläufe, die wir durchgepeitscht werden teilweise, um in unserer Leistungsgesellschaft dann zu leisten, wenn das alles aufgebrochen oder wenn man von dem mal Abstand nimmt, was ich noch brauche, was der andere hat oder was habe ich nicht und so weiter und sich auf das Menschliche konzentriert, dann sehen wir auch so viel Grenzen gar nicht mehr. Würdest du sagen, dass es etwas typisch Menschliches ist, sich selber als einzigartig zu empfinden oder seine Liebsten und Nächsten um sich herum als etwas Besonderes, sich um die mehr zu kümmern als um andere und auch in seiner Eigenheit so eine Art Identität zu finden, also zum Beispiel kulturellen Eigenheit, religiösen, sprachlichen? Das darf ja alles sein, also religiös, sprachlich, kulturelle Identitäten, aber brauche ich dafür eine Grenze? Muss dafür ein Gebiet abgesteckt werden, in dem ich mich aufhalte, um das zu leben? Kann ich das nicht über Grenzen hinweg mich mit Menschen austauschen, die das Gleiche wollen wie ich, ohne dass ich mich nur in diesem Terrain bewegen darf? Was ist mit Grenzen als Schutz? Als Schutz meiner friedlichen kulturellen Identität vor denen, die mir das nehmen wollen, die vielleicht Lebensraum für sich in Anspruch nehmen wollen. Ich gehe zum Beispiel aus, dass Polen eigentlich ganz gut daran gewesen wäre, eine sehr starke Grenze zum damaligen Dritten Reich gehabt zu haben. Also die wären schön doof gewesen zu sagen, hey, Grenzen, Deutsche und Polen sind doch alles. Ja, es gibt immer böse Menschen, um das mal so plakativ zu sagen. Richtig. Ich glaube, dass wir uns auch als Mensch weiterentwickeln dürfen, nicht nur die Maschinen. Und vielleicht ist es genau der Punkt, ein Bewusstsein auch dafür zu schaffen, dass wir diese Grenzen halt nicht brauchen. Wenn wir aber immer in einer Denkrichtung gehalten werden, also ja schon sehr konservativer Glaubensrichtung, also der Großteil der europäischen Menschen aus der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, sind sehr dem kirchlichen, christlichen Glauben angetan und haben auch die Ideologie in sich vereinnahmt und leben auch so danach. Würden wir da auch das mal aufbrechen und sagen, es muss gar nicht an die Religion, es ist schon eine Identität, ja, aber die für mich, ohne dass ich eine Grenze dafür abstecken muss, für mich, für meinen Freund, mit dem ich kommuniziere, mit den Leuten, die ich zu tun habe, und wenn mal jemand auf mich trifft, der hat das nicht hat, dann darf ich das so äußern und mich mit ihm da austauschen. Darum geht es, einen Austausch stattzufinden. Und deswegen auch wieder in den Smart Spots, in diesen Kompetenzzentren, Aufklärungsarbeit, kulturelle Aufklärungsarbeit. Weil woher soll jemand wissen, der jahrelang im Islamismus oder als Muslime groß geworden ist, wie unsere Welt hier funktioniert, welche Ansichten wir haben, wenn er so erzogen worden ist und vehement darauf pocht, nee, das muss so sein, weil ich kenne das nur so und es hat dann auch weiter so. Mhm. Ne, das ist ein Weg dahin. Ich war nachdem die Mauer fiel in der DDR, habe ich mich auch erstmal gefragt, so, was war denn das jetzt hier? Meine 17 Jahre, die ich hier verlebt habe, Pionier, FDJ und so, oder noch ältere, die halt in Parteifunktionen waren, da war ja für viele auch erstmal Cut. Was kommt denn da jetzt wie BRD? So ein leerer Raum, da hat sich ja auch keiner den Menschen angenommen und denen in Ruhe erklärt, wie das jetzt funktioniert, sondern nee, zack, rüber in den Kapitalismus und los jetzt.
da gab es ja auch kein langsames Annähern. Mhm. Und da müssen wir hin, wieder auch eine Entschleunigung unserer Gesellschaft. Einmal so zurück, wir nehmen uns die Zeit mit den Refugees und halt, wir suchen mal den Kontakt, so ein leichtes Anfühlen. Aber das ging ja ruckzuck, die kamen rein, zack, in die Lager rein, verteilt und dann... Ja, ist natürlich auch eine Folge von politischen Entscheidungen, dass es so schnell und überwältigend ging, dass man eben nicht die Möglichkeit hatte, sich da groß drauf einzustellen. Nochmal ganz kurz zu dem Gesetzen, das hat mich ja interessiert. Würdest du sagen, du hast ja gesagt, so eine Weltregierung oder so ein Weltgesetz wäre irgendwie schön, dass es da eben keine großen Unterschiede mehr gibt. Würdest du sagen, ein Land wie Saudi-Arabien oder Israel oder irgendwas sollte die gleichen Gesetze haben wie Deutschland? Sollten die gleichen Gesetze wie Deutschland... die gleichen Gesetze, wie es für jeden Menschen gilt. Gar nicht für Deutschland, nicht für Frankreich, sondern erstmal auf die menschliche Essenz. Wenn jedes Land dann meint, noch Abzweigungen machen zu müssen, weil halt der Glaube so oder so ist, dann muss das in einem großen menschlichen Komitee beratschlagt werden. Das will ich mir jetzt nicht anmaßen zu bestimmen, weil ich die Kultur auch zu wenig kenne, um zu sagen... Aber lasse ich nicht zu. Aber du sagst, dieses Komitee sollte sich anmaßen, das zu bestimmen, was die Leute in Finnland oder Israel machen. Wie die ihre einzelnen kleinen Gesetze dann ausformulieren. Da kann es vielleicht Untergesetze geben, ja. Aber das Kerngesetz sollte schon die Charta der Menschenrechte sein. Mhm. Okay, aber wenn es diese Untergesetze gibt, ich meine, rein praktische Sachen sind so Steuergesetze oder welches Geld da verwendet wird oder auch Sozialhilfe und so weiter, das kann ja durchaus, ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, abweichen zwischen Spanien und... Muss dann, glaube ich, gar nicht mehr abweichen. Wenn es so ein Hauptgesetz gibt, warum soll es andere Steuergesetze geben? Das schafft ja dann nur wieder Anreize, vielleicht doch in ein anderes Land zu gehen, weil da eine andere Steuergeschichte ist. Wenn man sich da abgleicht und sagt, das gibt es gar nicht mehr, dann ist der Anreiz, sich woanders anzusiedeln, kann dann nur ein klimatischer Anreiz sein, weil dort die Sonne schöner ist oder das Meer besser glänzt. Und alle nichts da, anderes. Die Sonne scheint. Gut, also wenn jetzt zum Beispiel die Leute in Deutschland so viel Steuern zahlen würden wie die in Mali, ich glaube schon, dass das ein Problem gibt. Aber wenn du Untergesetze zulassen würdest, dann würde ich denken, dass es dann doch irgendwie Grenzen auch geben muss, die dann, die müssen das ja keine Mauern oder Zäune sein, sondern die sagen, okay, eine Grenze ist der Bereich unseres Gesetzes. Bis hier gilt das Gesetz, wenn du da lebst, gilt das Gesetz und es ist, du kannst nicht einfach nur den Fuß drüber setzen und jetzt fällst ja, den Fuß schon, aber du kannst nicht einfach sagen, so jetzt wohne ich hier, jetzt bin ich unter diesem Gesetz und so weiter, sondern das macht jedes Land für sich selbst, wen es aufnimmt und wen nicht. Weil es zum Beispiel Vorteile hat, also Vorteile bereitstellt für die Leute, die in diesem Land leben und die sagen so, wir möchten das so und so machen, wir möchten die und die Umverteilung haben. Ja, das würde ich ja gerne abschaffen, dass diese Anreize, woanders aus finanzieller Sicht leben zu wollen, gar nicht mehr gibt. Ja, aber zum Beispiel ein Land sorgt dafür, dass es wunderschöne Straßen gibt, Parks, öffentlichen Personennahverkehr und das andere Land tut es nicht. Aber es gibt keine Grenzen und überall die gleichen Gesetze. Das würde doch bedeuten, alle Leute kommen in dieses Land, das eben sich das aufgebaut hat und die Leute, die das aufgebaut haben, sehen jetzt, oh, okay, jetzt wird es langsam eng. Ja, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Wenn es so ein Land gäbe, was explizit für sich einnimmt, wir bauen die schönsten Straßen und da ist der Lebenskomfort viel schöner als, nehmen wir jetzt nochmal Mali, die halt nichts machen, warum macht Mali nichts? Das ist die Frage. Also, zum Beispiel klimatische Bedingungen. Ja, in Schweden ist es schöner als in Mali. Ja. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich glaube auch viele Malineser, ich weiß es nicht, aber man kann das ja vergleichen. Aber es gibt Unterschiede auf der Welt. Also ich sehe da so Probleme mit dem Abreißen von Grenzen. Also du sagst ja auch, wir müssen umdenken, wir müssen eigentlich so neue Menschen werden. Also, ja. So,
Empathie und so. Und dann können wir die Grenzen auch, dann brauchen wir die Grenzen nicht mehr. Wenn wir lernen, dass wir keine Grenzen mehr brauchen, brauchen wir sie auch nicht. Das sind nur so Gedankenkonstrukte eigentlich. Und da frage ich mich, welche Reihenfolge ist da die kluge? Bevor du nicht ganz umgedacht hast, die Grenzen schon abzuschaffen, würde eventuell dazu führen, dass die, die noch nicht umgedacht haben, und noch so ein bisschen... Deswegen sehe ich ja den großen Anreiz oder die Herausforderung oder die große Chance, Europa wieder zu gesunden und da nochmal die Idee von Europa aufzugreifen. Was wollen wir eigentlich in Europa? Geht es uns wirklich nur um global zu wirtschaften oder wollen wir in Europa auch die Menschen erreichen, die es für selbstverständlich sehen, dass es in Europa keine Grenzen mehr gibt, die das auch nutzen? Und jetzt Thema Brexit halt auch, das ist ja alles nicht mehr der Idee entsprechend, wo Europa hin sollte. Und ja, der Bürger ist da zu wenig oder der Mensch ist da zu wenig mit einbezogen worden in Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und der Unmut... Für den Brexit haben sie doch abgestimmt, oder? Ja, das war... In meinen Augen ist es auch eher so eine Frustentscheidung gewesen, um zu sagen, so ein Protest. Hm. Aber einbezogen wurde er. Ja, natürlich. Er wurde einbezogen, der Protest. Aber ich glaube, würde man die Menschen jetzt nochmal fragen oder mit einem anderen europäischen Konzept aufwarten, wo ich mich als Mensch auch abgeholt fühle und auch gefragt fühle, würde man das anders entscheiden. Hm. Du hast auch in dem Interview, das passt doch jetzt sehr gut dazu, gesagt, dass es im Grunde genommen so eine gewisse Verpflichtung gibt, auch von den reicheren Staaten, von denen, die diesen Wohlstand haben, gegenüber den Menschen, die diesen Wohlstand nicht haben, auch weil es da ja gewisse Schuldfrage gibt. Ja. Gibt es für dich einen Zeitpunkt, wo diese Schuld beglichen ist? Könntest du dir das irgendwas vorstellen, wenn du sagst, so, okay, jetzt... reicht's. Naja, wenn man sich die Agenda 2030 anguckt, könnte das ein Datum sein. Ja. Was ist das? Die Agenda 2030 besagt halt, dass man sich viel mehr um klimatechnische Sachen kümmern möchte, dass halt auch da Firmen sehr mit Social Impact ausgestattet werden, dass im größeren Maße Entwicklungshilfe oder der Hunger bekämpft werden soll auf der Welt etc. Nur da müssen halt die Weichen ganz anders gestellt werden, als wie es jetzt läuft. Ne? Also konkret, ich höre da ja immer raus, du als westlicher, europäischer Mensch hast eine moralische Verpflichtung, aufgrund unserer Geschichte, dein Geld herzugeben für Menschen, die nicht in Europa leben, denen es schlecht geht. Nee, dann nehme ich mal den Menschen, der in Europa lebt, raus. Eher ein Bewusstsein darin zu entwickeln, wie ist mein Kaufverhalten? Wie kann ich der Umwelt zuträglich dienen, ohne dass ich Geld abgebe, sondern in meinem Kaufverhalten mich zu verändern? Da ein Bewusstsein zu entwickeln, da fangen wir ja schon an. Mehr auf Regionalität setzen, einzukaufen. Es müssen nicht jeden Tag die Südfrüchte auf dem Küchentisch liegen. Ich will das auch keinem verbieten, aber es geht halt auch da, ein Bewusstsein zu schaffen. Aber die Südfrüchte kommen schon aus den Ländern, wo die Menschen herkommen. Genau. Die hier entfliehen. Also wenn wir jetzt denen nicht mal mehr Zitronen abkaufen, das wird das nicht unbedingt fördern. Ich habe nicht gesagt, gar nicht, aber ein Bewusstsein. Wenig. Einfach ein bisschen, kontrolliert. Was brauche ich jetzt unbedingt, was muss da sein? Also, weniger. Auch unsere komplette Fleischindustrie, die hängt da ja auch mit drin. Urwälder, die abgeholzt werden, um Futtermais anzupflanzen für die Mastanlagen hier in Europa. Das spielt ja alles damit rein. Also deswegen sage ich, es ist nicht nur an mir alleine, dass ich wieder in meine Tasche greife und sage, ich bezahle dafür, dass es denen da besser geht, sondern wer macht diese Deals, die da laufen mit Futtermais? Der geht wieder nach Europa für die Tiere. Okay. Und da werden günstige Preise produziert, die wieder die Afrikaner kaufen müssen, weil deren Fleisch keiner kauft, weil zu teuer ist. Ja. So, das sind ja diese Verkettungen, wo ich meine, da muss ein Cut einfach her. Aber die Steuern zahlt doch der kleine Sparer sozusagen. Ja, deswegen bin ich auch teils immer auf linke Äußerungen, wo es darum geht, den Großen mehr in die Tasche zu greifen.
ich sehe da, ich meine, die machen einfach die Preise höher und schon ist das wieder beim Verbraucher. Ja, dann muss das ja geregelt werden, du, oder? Du würdest eine Höchstpreisbremse, ja. eine Preisbremse. Natürlich. Warum nicht? Venezuela, würde ich sagen. Da hatten sie auch Höchstpreis. Da hatten sie Mindestpreise oder Mietpreisbremsen, Höchstpreise und so. Und das sorgt für große, auf der einen Seite Engpässe und zum anderen auch. Ich meine, du kommst aus der DDR, erzähle ich was. Ja, DDR ist vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel. Weil es Engpässe gibt, weil nicht mehr gewirtschaftet werden kann. Also ich sehe da ein Problem, wenn man einmal anfängt. Ja, deswegen sind wir ja auch da wieder am Anfang. Wenn Firmen viel mehr mit Social Impact ausgestattet sind und gar nicht mehr diese Ideologie in ihrem Kopf haben, permanent in die Spitze wirtschaften zu mischen, sondern mehr in die Breite. Ich würde dich gerne fragen mit diesem Social Impact. Ist das eher etwas, was die Unternehmen aus sich heraus entwickeln sollten? Oder ist das etwas, was du sozusagen als politischen Masterplan oder als Entwicklung auch ihnen, naja, per Gesetz anheimstellen würdest, das zu tun? Denkst du, das wird freiwillig passieren? Oder? Teilweise passiert es schon freiwillig. Mhm. Aber wenn ich nicht muss, dann muss ich nicht. Ne? Das ist ja noch so weit verbreitet. Also in Gesprächen mit vielen Industriellen, wo wir halt Projekte umsetzen wollen, die halt stark auf Social Impact setzen und auf gesellschaftliche Gesundung, tut man sich schwer. Das ist klar. Es gibt ein paar, die sagen, wow, finde ich cool, endlich mal jemand mit einer Idee. Mhm. Aber es ist wirklich schwer, weil es noch nicht in der Breite so sichtbar ist und skalierbar ist, ja, für Unternehmen. Ja, genau. Also bist du dann eher für gesetzliche Maßnahmen? Jein. Gib uns mal noch ein Jahr Zeit in dieser Szene. Wenn da mehr Projekte sichtbar werden, die dann auch funktionieren, kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Unternehmer auch sagt, ja, wow, super, mache ich mit, gefällt mir. Aber solange es noch nicht so in der Breite sichtbar ist und es auch per se verhindert wird, das muss man auch bedenken, dass viele Dinge auch verhindert werden, die man nicht umsetzen soll und darf, dann ja, dann würde ich schon auch dafür tendieren, okay, gesetzt. So ein bisschen wie bei der Geschlechterquote, wo man zuerst gesagt hat, ja, wir machen mal so eine Selbstverpflichtung und gucken mal, wer sich dran hält, aber wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir schon mit dem Gesetz drohen. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von, also der Geschlechterquote. Nicht, ja. Na, aber ich wollte nur den Vergleich ziehen, dass man erst auf so eine freiwillige Lösung zurückgegriffen hat und dann jetzt mittlerweile diskutiert, das scheint ja nicht zu funktionieren und jetzt kommen wir mal. Ja, vielleicht auch unser Steuer- und Sozialsystem einfach nochmal zu hinterfragen, neu zu denken, es zuzulassen, neu zu denken. Nicht zu sagen, ja, das war immer so, muss so und vielleicht ziehen wir da noch ein bisschen den Gürtel enger, sondern wie gucken wir, dass wir die Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, wieder abgeholt bekommen? Mhm. Wie bekommen wir die motiviert? Wie kommen wir die wieder integriert? Wie können die wieder teilhaben? Genau, das ist so das Ziel dahinter mit. Hashtag Mensch. In den Kommentaren zu dem Gespräch, was wir schon erwähnt haben, bei Nana habe ich viel gelesen, ja, der Lars ist ein Träumer, er ist ein Realitätsverweigerer, waren dann noch die freundlichsten Worte, er ist naiv, gut Mensch, ja, da fehlt der Hashtag nur noch das Gut davor. Wie entgegnest du diesem Vorwurf, dass das alles utopisch sei und Realitätsleugnung? Anfangs hat es mich schon etwas gegrämt, weil ich dachte, bin ich wirklich so ein Träumer oder sind alle so in einer verschobenen Welt oder in einer vordoktrinierten Welt, um zu sagen, alle denken so. Aber dann habe ich halt Gespräche mit Freunden, Familie und so geführt, die gesagt haben, ja, komm, poste das, schick das raus, das ist der erste Schritt, um Hashtag Mensch überhaupt viral mal in Bewegung zu setzen. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Das ist meine Meinung, ich stehe dazu. Ein Mensch ist nun mal nicht eingekästelt oder in Grenzen gesetzt. Ein Mensch ist überall. Und meistens schreibe ich ja auch drunter,
wenn ich irgendwas poste, Hashtag Mensch, we need a human therapy. Weil ich glaube, dass zu viele in Denkmustern, und ich sage das Wort wieder, Dogmen drin sind, die es einfach nicht zulassen, weil wir halt auf was programmiert sind, durch unsere Erziehung, durch unsere Bildung, wo es kein rechts und links oder eine andere Perspektive gibt, sondern es muss so. Und wenn wir da nicht weiter wissen, dann wird in der Geschichte gekramt und dann meint man, alte Sachen wieder rauskramen zu müssen, die es schon mal gab. Aber nicht daran denkt, wie kann man aus den alten Sachen, die es schon mal gab, was Neues basteln, was vielleicht nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Mhm. Also mir wird oft auch unterstellt, ich wäre Kommunist oder links oder so, wo es gar nicht darum geht, wenn ich sowas poste, bin ich schon auch meistens provokant, um mal Feedback zu holen, auch wenn es mir nicht passt, was da geschrieben wird. Und es geht hauptsächlich darum, warum nicht vereinzelt aus einzelnen Ideologien Bausteine rauszunehmen, die das Menschsein fördern und die unser Wirtschaftssystem nochmal in eine ganz andere Laufbahn schicken könnte. Mm. We need a human therapy. Genau. Also für alle Menschen eine Art Umerziehung, oder? Eine Umerziehung oder halt, ja, Umerziehung zum Menschsein wieder zurück, weil wir da entglitten sind. Was würdest du denn jetzt konkret als nächsten Schritt auch für unsere Zuschauer anbieten? Also wenn die jetzt sagen, okay, ich google jetzt Hashtag Mensch, da kommt man ja wahrscheinlich erstmal nicht weit. Was bietet dir etwas an oder was wäre eine Aktionsmöglichkeit? Eine Aktionsmöglichkeit wäre erstmal überhaupt, wenn einer Ideen hat. Ich glaube, meine zu wissen, dass es genügend Menschen gibt, die Ideen und Visionen in ihren Köpfen haben, aber sie nicht äußern, weil sie genau davor Angst haben, Träumer, Spinner, Visionär und so verunglimpft zu werden und sich dann da gar nicht mehr trauen, drüber zu sprechen oder sagen, ja komm, dann mache ich einmal weiter und will eh keiner wissen. Darum geht es als erstes, dass uns Menschen ihre Vision, ihre Ideen einfach schicken, an dem einen oder anderen Mealmatch-Tisch teilnehmen, wo man sich darüber austauschen kann, sich treffen. Ansonsten mit uns in Kontakt treten. Ja. Richtig. Alle Kontaktmöglichkeiten schreibe ich einfach unter das Video, genau. Dann könnt ihr das da sehen. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich habe gesprochen mit Lars Göttert. Schön, dass du da warst. Denn, danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Oltre queste contadine, camerieri, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, guardame d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma.